Ja, ich bin heute mal zu Hause geblieben, weil das Wetter draußen schlecht ist. Ich habe jetzt Licht vom Fenster und Licht hier von so einem Silberreflektor und ich arbeite mit der A6300, den Rode Lavalier-Mikrofon und möchte noch mal was zu diesem Selfie-Stab sagen. Und zwar geht es mir hier einfach um die Mehrfachausnutzung. Die Mehrfachausnutzung bedeutet ganz einfach, ich schraube jetzt hier mal so einen Fuß runter. Das ist jetzt keine Mehrfachausnutzung, sondern ganz einfach, wenn ich das Gerät irgendwo hinstellen möchte, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, den Selfie-Stab irgendwo hinzustellen und kann damit arbeiten. Was natürlich noch interessant ist, der hat ja hier praktisch diese Einrichtung, dass man hier die Osmo Pocket drauf macht und hier mit dem Smartphone das steuert. Das kann man auch so machen, wenn man jetzt zum Beispiel den Osmo Pocket nicht arbeiten will, mit dem Osmo Pocket nicht arbeiten will, so muss es heißen. Ja, dann kann ich das einfach als Handyhalterung nehmen und kann da meine Selfies und meine Filme mitmachen. Kann das hier also ein bisschen knicken. Ich habe ja jetzt hier eine Verlängerung dran und kann damit einfach arbeiten. Ich brauche also nicht mehrere Selfie-Stäbe mitschleppen oder andere Stative. Das ist jetzt bei mir aus der Praxis so. Ich habe in Berlin viel gedreht und habe da viele, viele, viele kleine Dokumentarfilme gemacht, Oberbaumbrücke und so weiter. Und da versuche ich dann immer mit möglichst wenig Material rumzulaufen und unauffällig. Deswegen arbeite ich meistens mit dem Osmo Pocket. Gut, dann ist mir jetzt aber eingefallen, ich kann jetzt hier mit dem Handy natürlich auch was machen und kann sagen, okay, ich kann mit dem Handy hier filmen und nehme das hier als Griff, wenn ich den Osmo Pocket nicht drauf habe. Also, wenn ich Osmo Pocket drauf habe, kann ich den natürlich auch nehmen zum Filmen, Osmo Pocket auch zum Filmen nehmen. Dann hätte ich inzwischen sogar zwei Kameras zum Filmen. So, was kann man hier mit noch machen? Ich schraube das jetzt hier mal ab, weil ich das gerade mal nicht brauche. Und zwar habe ich ja jetzt hier, arbeite ich ja nicht nur mit meinem Osmo Pocket, ich arbeite ja auch mit meinem Osmo Action. Und da gibt es hier so einen Knick, den habe ich von so einer, von meinen Sony-Monitore genommen. Den kann man hier knicken. Und den wiederum, den kann man hier rauf machen. So rum. Und hier fixieren. Also ich habe damit gearbeitet, es funktioniert auch wieder aus einer Not heraus, aber festgestellt, okay, ich habe einen Selfie-Stab, ich habe mehrere Sachen mit, möchte aber, wenn ich in der Stadt rumlaufe, nicht so viel mitnehmen. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, den so zu benutzen, kann den hier ausziehen und kann jetzt nach vorne filmen. Klasse. Jetzt habe ich aber auch noch die Möglichkeit, mit dem Handy hier zu arbeiten, weil dieser Osmo Action hat ja von Hause aus ein Bluetooth-Modul drin. Also kann ich jetzt hier, oder ein Funkmodul, kann jetzt hier das Handy drauf machen und kann jetzt über Kopf arbeiten, wenn ich den ganz ausziehe auf 50 cm, kann über Kopf arbeiten und dann habe ich also praktisch hier mein Selfie-Stab für die Osmo Action. Noch ein schöner Aspekt hier dran ist, wenn man den knickt hier und dreht den noch um 180 Grad und schiebt den wieder nach oben, dann kann man sich natürlich auch wieder selber filmen. Das funktioniert nämlich auch. Also der Arm ist hier richtig klasse, den gibt es im Internet, könnt ihr mal googeln, gibt es in allen möglichen Varianten. Und ich kann hier natürlich auch übers Handy steuern. Funktioniert natürlich auch richtig gut. Und den auf 50 cm ausziehen. Also somit habe ich den jetzt also mehrfach benutzt. Ich kann jetzt hier oben auch meine A6000, nein, nicht 6000, um Gottes Willen, die RX104 habe ich schon drauf gehabt. Funktioniert auch. Ich muss halt bloß aufpassen, dass das hier nicht rausrutscht. Weil ich jetzt aber in dieser Richtung arbeite, fällt es eher nach unten als nach vorne, also funktioniert es auch wieder richtig gut, weil ich kann ja hier mit der GoPro-Einrichtung das hier knicken, dann bleibt es immer in dieser Achse, wo das nach hinten fällt, also fällt es auch nicht raus. Also funktioniert, das ist bloß mal ein Tipp, was man damit noch alles machen kann, dass man den Selfie-Stab nicht nur für die Osmo Pocket nehmen kann, sondern auch für die Osmo Action oder fürs Handy, geht alles auch. Ja, wie gesagt, wenn ich unterwegs bin und mache meine Filme, ich arbeite sehr gerne unauffällig, wenn man gerade zu Straßen, so Richtung Zille, der gezeichnet hat. Ich mag das ganz gerne eben mit meiner Kamera, mit dem Osmo Pocket habe ich jetzt die Möglichkeit, auch auf Hinterhöfe zu gehen. Ich zeige mal ein paar Beispiele, auf Hinterhöfe zu gehen, wo zum Beispiel Oberbaumbrücke, in der Richtung bin ich ganz gerne. So eine sehr interessante Atmosphäre gefällt mir also immer richtig gut. Und da kann man natürlich mit dem Osmo Pocket reinlaufen. Das ist ja das Gerät hier. Und den sieht man ja kaum. Und wenn mal einer richtig intensiv guckt, dann machen wir einfach so und tut so, als ob das die E-Zigarette ist und schon ist die Sache erledigt, weil das Gerät kennt eigentlich gar keiner und vor allen Dingen Film mit so einer Größe geht gar nicht in 4K und ihr wisst ja, wie das funktioniert, ist es also sehr gut. Und wenn ich jetzt mal höher hinaus will und das können auch ein paar Leute sehen, ist klar, wenn ich dann nachher so ein bisschen Oberbaumbrücke rumlaufe, das macht wirklich richtig Spaß.
Dann nehme ich ja meinen Rollei-Stab. Da habe ich inzwischen mehrere von und da möchte ich mein Handy ja auch aufmachen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit, um das schnell zu wechseln, habe ich jetzt gemacht und zwar im Bauhaus habe ich mir solche Rohrschellen genommen, habe davon zwei zusammengeklebt und hier eine Viertel-Zoll-Schraube reingedreht. Die gibt es im Internet zuhauf. Bei Amazon kaufe ich nicht so gerne ein, aber wo kriegt man denn sowas schon? Und dann wird es hier gegengeschraubt. Das funktioniert also wirklich richtig gut. Ich mache da jetzt einfach mal, da müsst ihr den Selfie-Stab mitnehmen ins Bauhaus oder wo ihr solche Rohrschellen kriegt. Nicht die Schellen nehmen, die man hier anstecken kann, die halten nicht so gut. Aber zwei Stück davon, zack, das hält wirklich bombastisch. Ich kann es hier drehen, kann es nach oben schieben und es funktioniert also wirklich ganz hervorragend. Und so, jetzt habe ich mein Handy praktisch schon versorgt. Funktioniert, ich kann das also ruhig so machen und ich muss es beim Abmachen ein bisschen knicken, weil so kriege ich es nicht abgezogen. Das hält nämlich wirklich richtig gut. Und wenn ich jetzt halt will, dann ziehe ich es ein bisschen weiter nach oben oder ich verdrehe das und es hält trotzdem gespannt. Für diese Zwecke bestens geeignet. Ich kann nur eins nicht machen. Ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen schräger bin, den Monitor nicht mitneigen oder so, den Monitor nicht mitneigen. Da habe ich aber eine andere Lösung genommen. Da habe ich so eine Schelle vom Fahrrad genommen. Die kann man dann auch mitneigen. Aber für diese Zwecke, das ganz kurz mal zu benutzen, ist es hier eigentlich eine ganz tolle Sache und hält wirklich gut. Also, das sind so Möglichkeiten, mit denen man in der Praxis sehr gut zurechtkommt. Mit wenig Aufwand kann man viel erreichen und man muss nicht so viel Zeug mitschleppen. Das ist genau das, was ich nicht gerne machen möchte, dass man also Kameraausrüstung hat und immer erkannt wird als jener, derjenige, der jetzt macht hier Videos oder irgend sowas, macht ja auch Videos für YouTube. Nein, die sehen das gar nicht, dass ich welche mache. Das ist mir viel wichtiger, wenn ich in U-Bahn einsteige oder so weiter. Und mitten aus dem Pocket zeige ich, wie ich mit der Hand die Tür aufmache und sowas will ich sehen. Und wenn ich dann reinkomme in die U-Bahn oder im Bus, dass die Leute nicht sofort sehen, dass ich filme, ein paar kleine Schwenks und dann wird das Ding wieder weggepackt. Und dann habe ich wirklich die Aufnahmen, die ich echt haben möchte, aus dem Leben und nicht einfach hier mit so einer großen Kamera rumlaufen. Geht mir persönlich auch so, wenn ich irgendjemand sehe mit einer großen Kamera auf der Schulter, gucke ich erstmal, was macht der da. Diese Aufmerksamkeit möchte ich beim Film grundsätzlich nicht haben.